Berlin, die US-amerikanische Botschaft. Hier können sich Regierungsbeamte wie Winfried Schafbecker an zwei Tagen in der Woche über das Freihandelsabkommen TTIP informieren. Tag. Guten Tag, mein Name ist Schlüter. Sie haben ab jetzt genau 2 Stunden Zeit und ich bräuchte mal Ihren Personalausweis. Führerschein, AOK-Karte und Ihre Miles- und More-Karte. Schufa-Auskunft, Bahncard 50, Yps-Club-Ausweis, Seepferdchen. Alles klar, und jetzt beeilen Sie sich mal besser, Sie haben nur noch 1 Stunde 40. Schafbecker ist sehr gespannt, was in den TTIP-Unterlagen steht. Also gerade die Rolle dieser ominösen Schiedsgerichte, das würde ich schon... Ja, das können Sie ja gleich selber alles nachlesen. Sie müssen jetzt nur noch diesen langen Gang entlang. So lang ist er doch gar nicht. Wie lange habe ich noch? Ein Teil meiner Antwort würde Sie nur verunsichern. So, und da sind wir. Das Licht hier drin ist übrigens stimmengesteuert. Ein... Aus. Ein. Ja. Gut, dann hole ich Ihnen die Unterlagen hier einfach mal aus ein dem Aktenkoffer. Die Zahlenkombination ist super einfach. Die kenne ich in und aus einwendig. Das ist nämlich der Geburtstag meiner Mutter und der Geburtstag meiner Tante. Von meinem Postboten und noch so ein paar anderen Leute. So, bitteschön. Die TTIP-Unterlagen. Mhm. Und da steht jetzt die ganze Wahrheit drin über den Einfluss der Lobbyisten, der Konzerne? Ja, sicher. Okay. Aber da steht ja gar nichts drauf. Doch, na klar. Das ist halt nur Schriftfarbe weiß. Ach so, Sie wollten Schriftfarbe schwarz? Na gut, dann drucke ich Ihnen das Ganze nochmal aus. Ein. Kein Problem. Oh, jetzt sind die 2 Stunden auch schon um. Gut, müssen Sie noch mal wiederkommen. Also, nächster Termin ist, glaube ich, 30. Februar. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Ein.